Warte, kriegst du nicht erst da die Fußball, die Mordballbombe? Genau, ja. Ah, okay, dann danach, ja. Komm, 9 Schaden, das ist doch gar nicht so schlimm. Das sind 10% deiner Haut. Ja, ja, toll. Müsste eigentlich schon stehen, Energie kriegt. Es ist ja lustig, weil du irgendwie jetzt 5, 6 Tanks hättest und würde stehen und irgendwie kriegst. Ja, egal, ob du. Hier, man, du kannst die Tür nicht. Kann mich mein eigener Beam killen? Ja, scheinbar schon, was meinst du? Ja, aber wenn. Na ja, gut, so nicht, aber wenn es von einem Gegner abhält, dann schon. Ach so, okay. Warte, ich töte den da. Wardenstein? Oh mein Gott, ich hab's nicht so. Weißt du, warum hat Halo dieses Konzept nie bei sich eingebaut? Weil niemand schief scheiß Augen sehen will. Weiß man jetzt eigentlich? Man weiß, wie der aussieht. Ja. Ja. Also die Augen. Ja. Man sieht sie am Ende von Halo 4. Wow, 4 Teile. Weißt du, jetzt hast du so viel Health verloren, anstatt durchzumachen. Ja, aber gut, du kriegst wahrscheinlich. Ja, du kriegst wahrscheinlich wieder. Ja, vermutlich ist jetzt hier eh. So. Okay, I'm out of here. Die Musik sagt einfach, es ist noch nicht vorbei. Hä? Dann musst du. Ach, verdammt, ich muss hier oben rein! Hä? Wie oben rein? Das kann man ja. Ah, doch, stimmt, das kann man ja scannen. Du musst scannen, ja. Ah ne, oben ist er wegen dem Artefakt. Ja. Spoiler. Machen wir wirklich einen Spoiler-Alert für das Spiel von 2002? Wie endet der Hobbit? Will ich hier? Ja, darum geht's jetzt nicht. Oh, weißt du, das... Zum ersten Mal, I shit my pants. Ja. Weil ich wusste nicht, was das ist. Ach so, ja, stimmt. Man scannt und dann so. Nein, nicht das. Nein, nicht das, damn it. Ja. Du gehst hin. Oh fuck, eine Qualle? Und denkst dir so, hä? So, okay. 3 Gehirne. Strange. Und Samus weiß, was das ist. Ja, und aber du stehst da und denkst dir. Okay. It won't hurt me. Dann scannst du es. Talon Metroid. Infolge der Einwirkung durch Ozone mutiert der Metroid. Ähnlich wie die dominierende Spezies von SR388, der Metroid kann auch der Talon Metroid jegliche Lebensform wie Vitalkraft entziehen. Dazu klammert er sich an seine Beute, absorbiert ihre Energie und nimmt dabei an Größe zu. Durch den Wechsel zum Morphball mit anschließendem Einsatz einer Bombe lässt sich ein Talon Metroid abschütteln. Okay. Oh Gott, Jesus. Alter, das ist einfach die Elite Pirate Movie. Ja. Und die Chozo Ghost Music. Das ist die Oh shit, I'm doomed Music. Ja. Und das, ja. Jetzt kommt Pirates durchs Fenster. Woo. Genau. Und wieder raus. Sie haben es gesehen irgendwie. Keine Ahnung. Fluffy ist aus dem Behälter. Ja. Fluffy! Ja, sie geben den Metroid bestimmt Namen. Ja, aber doch nicht Fluffy. Ja, wer weiß, vielleicht war er ganz zahm. Aber als das Samus gesehen hat, ist er durchgelaufen. Warte, irgendwo war, glaube ich, ein Beitrag zu Ridley. Ja, ja, wie sie ihn wiederhergestellt haben. Ja, irgendwo müsste es gewesen sein. Okay, let's go. Weißt du, gerade dachtest du, dass du auf der sicheren Seite hast den fucking Wave? Ja. Ich find's ja geil, immer wenn du den Wave gegen jemanden schießt, oder gegen jemanden schießt, wenn du lässt ihn von der SCC. Ja, schieß mal gegen jemanden. Da, ich guck. Weiß, ich weiß. So, Sam was hier. Das ist mir beim Run wieder aufgefallen.
so random. Aber es fällt dir halt auf, wenn du SC zeugst. Ja, stimmt. Einfach so Purple Run. Ich muss sagen, ich finde die Einträge von den Piraten beziehungsweise. Teils sind sie hilarious. Sie sind ziemlich geil. Ich check einfach nicht, wie Wie soll ich es erklären? Das was für Geräusche sie machen. Und. Ja. Und sie kämpfen so übelst barbarisch. Aber. Komm, man, die Profis sind richtig. Ja, die Dinger sind richtig intelligent. Meine, guck mal, das alles haben wir gebaut. Sie klingen für mich wie Panther. Wie wilde okay. Panther. Richtig so. Also, ich habe noch nie einen wilden Panther gehört. Ja, aber also, die kommen mir so vor. Auch, ich weiß nicht, die kommen mir voll wie Panther vor. Und dann eigentlich erfährst du, wie sie in Prime 2 eigentlich aussehen. Ja, ja, ja. Das hat mich auch übelst überrascht. Eben, ja, und ja, der Äther ist ja an sich so fast... Weil die den Jäger-Metroid geteased haben. Wo? Ne, in dem einen Eintrag gerade eben, war ein okay. Jäger-Metroid. Ja, eben, das, du siehst eigentlich, wie sie aussehen, wegen, du hast mir erklärt, wegen der Atmosphäre, die ist ähnlich. Ja, es gibt auf Argon... Guck, jetzt haben sie den Elite-Piraten davon geteased. Auf Argone gibt's ein Kraut. Aha. Das ist eine Delikatesse für Piraten. Dieses Sandgras da oder was? Ich glaube, ja, so blaues Gras. Ah, okay. Wenn du das kennst, dann steht da, dass Piraten das lieben. Eigentlich hier war so 40-50%, glaube ich. Oder sie haben es doch geändert. Ich weiß nicht. Jedenfalls hier ist hier wieder ein Energietank. Genau. Aber Gott wiss mich. Nope. Nein. Hast du wenigstens den Energietank gescannt schon? Ja. Okay. Aber kann man ja eigentlich befreien? Die Metroids? Nee. Ja. Schieß drauf, passiert nichts. Dammit! Oh, nevermind. Das hab ich nicht gewusst. Ich auch nicht, hab's zum ersten Mal gemacht. Ich komm doch nicht auf die, den fucking Metro zu befreien. Ja, ich auch nicht. Ja, bye. Fuck. Okay. Gut. Ah ja, jetzt geht's weiter. Ja gut, mit einem wirst du immer fertig. Ja, aber wenn es 20 sind. Alter. Metroids sind wie Liquor. Einer ist okay, Einer ist okay, den kannst du handeln. Genau wie Reaper. Einer ist okay, den kannst du handeln. Sobald es 2, 3, 4 sind, dann... Alter, Reaper, nicht mal einen kann man in Ruhe handeln. Ja, nicht in der Zeit drin. Wie ein Käfer. Oder? Ja, das ist nicht so sein. Fuck yeah, ich weiß es nicht. Wow. Super, du kennst die Flora und Fauna von Metroid Prime besser als unsere Real wahrscheinlich. Du kannst wahrscheinlich nicht sagen, was eine Birke, was eine Eiche, was eine Buche, was sonst was ist. Um fair zu sein, kann ich auch nicht. Na also, immerhin stehe ich nicht auf einer Ebene Virtuellen-Spiel virtuelle Person. Warte mal, hat der Typ nicht gesehen, wie die Tür aufgegangen ist? Da mich jetzt erst bemerkt. Ich weiß nicht, ich lieb die. Ja, Piraten. Die Piraten sind toll. Ich finde es voll, dass sie gar nicht so zum Beispiel sind. Ja. Die sind so richtig so. Halt typisch böse, korrupt. Ja, so Verbrecher, ja. Machtbesessen, so. Wissenschaftler, so wirklich so Team, so Sci-Fi Team Rocket. Wow. Nur halt actually dead. Ja. Ich finde, sie sind einfach eine richtig coole Army. Mhm. Voll der Cock-Teaser. Ja, gut, das ist sehr gleich. Ja, und dann noch Wärmebild. Ja, wenn dort die ganzen Scans da halt folgst, dann kannst du dir denken, was jetzt kommt. Aber ich war hier ziemlich geflasht, so, oh, was könnte das jetzt sein? Ja gut, klar, wenn man es nicht weiß. Und unten sind Geschütze, soweit ich weiß. Mhm. Klar. Ja, für Experte brauchst du zwei Charge Beams. Ja, ist es nicht so, dass sogar die Katzen-Dinger, das ist gar nicht auf der Welt. Doch. Okay.
Aber halt die brauchen noch mehr. Ja, nee, aber sie spielen, glaube ich, dann nicht so verrückt. Ich bin mir gerade. Aha! Ah, das weiß ich nicht mehr. Wärmebild. Da, Thermalvisoren, Wärmebild. Zum Quarantänebereich. Was ist denn das? Mehr Komponenten dafür, dass ich zur Buchseite. Also, aha, okay. Dann scannen wir mal das letzte. Thermalvisoren. Dann ist hier plötzlich so eine komische weiße Tür. Denkst du dir, dammit! Stell dir vor, jetzt bist du ein Tart, gehst zurück, ohne das Ding einzusammeln und suchst alles nach einem Eisbeamer. Oh mein Gott. Das ist geil, wie sie so die Finger drüber. Thermal Visor. Jetzt plötzlich. Es ist so, of course. Mhm. Das ist schon mal geil. Ich kann sie nicht scannen, das ist auch blöd. Oh Gott, ich kann. Oh! Ja, das Problem bei den Schattenpiraten ist einfach, dass sie übelst auf Nahkampf gehen. Da kann es ja, nicht viel machen. Ja, da kannst okay, du gar nichts machen. Eine hoch, wenn ich wieder runter. Vielleicht, weil ich hochgesprungen bin. Okay, so. Ja, die sind richtig. Aber nee, ich finde ja allgemein, ich finde diese Schattenklinge von denen richtig geil. Meine, und echt, also, dass Samus im Nahkampf, zumindest in Prime, nichts kann, finde ich. Meine, zumindest mit dem Waffenarm. Erschlagen, weißt du? Aber die kann ja wirklich nichts. In Other M hat ja voll die, ja, voll die Moves, Martial Arts. Ja. Und wenn natürlich alle anderen Gegner irgendwie heiß Hanses haben und mich wahrnehmen, kann ich so. Ja, und die Metroids dachten, okay, ja, mach hier das. Oh Gott. Oh, der ist gestorben, oder? Ne, war schon gut vorgestellt. Alter, wie. Oh, der 33 Ja, ja. Ich werde wahrscheinlich das auf 100% sagen. Ja, gut, es passt. Es stimmt. Es ist ja theoretisch, Prozent. Ja. Nicht ganz. Theoretisch ist sie. Ja, aber geheim. Ja, das mache ich auch nicht. Ja, die Prozent sind einfach aus dem Kopf gestorben. Ja, ja. Aber ja, der Visor ist. Also, das Design. Sieht ziemlich cool aus. Ist ziemlich geil. Vor allem. In den Caverns, vergiss es, aber trotzdem. Es sieht geil aus, weil du siehst halt, der Waffenarm ist ziemlich warm. Ist ja klar. Ja. Das ist schon ziemlich geil. Und ich find's halt geil, weil wenn du den Icebeam dann auswählst, dann ist der kälter im Vergleich. Ja. Und der Plasma ist noch heißer im Vergleich. Genau, das ist ziemlich geil gemacht. Ich war immer so stolz früher, wenn ich den Pubim hatte und dann kam Rauch. Ja, ja, wenn du nach Arsbabs das ist wie gewollt, dass ich Rauch rauskommt. Genau, dann kommst du Rauch und so, fuck yeah. Ach, ja, dann qualmt das so. Teil davon war dein Alter, du hast fucking. Wie hieß die Schlampe aus Banjo? Carla? Oh Gott. Ja, Carla, ja. Was fucking Carla. Ja gut, aber der Controller ist. Oh fuck. Oh ja, jetzt. Scan sie wenigstens. If you dare. Gott, wacht da ohne. Ja, warte, ein Ding und sie ist am Arsch. Ja. Take that. Oh fuck, der ist ja der zweite. Fuck, oh Gott! Wow. Ah. Ich hab's ihm nicht zugesetzt. Doors unlocked. Yeah, thanks for telling. Fuck! Oh, es war nur eine 10? Fuck. Weißt du, dass jetzt Schattenpiraten so kommen? Fuck. Ja, okay, es sind nur Schattenpiraten. Wenn du so auf Abstand.
Jetzt könntest du aufhören, Fuck zu sagen und wie ein kleines Mädchen dich zu benennen. Alter, ich spiele ein Mädchen. Ja. Toll, aber keine Prinzessin Peach. Keine Pussy. Das ist nur nicht in aller Ernst. Jeez, wie hast du es zugelassen, dass er hinter dich gelaufen ist? Alter, der ist so schnell! Missile, dann hast du gewisse Abstand. Jeez, wenn du jetzt stirbst, I swear. Oh Gott, nein! Was ist passiert? Wow. Ich wusste nicht, wo ich war. You got a bag. All the way back. Wo war ich denn überhaupt? Oh ja! Bei der Super Missile. Oh ja! Nein! Ich glaub schon. Ich glaub schon.